Panik, weil ich immer dachte, dass jetzt wegen meinem Motorradtank die ganze Scheune oder das ganze Haus abbrennt. Ich habe dann die Schaufel unter dem Tank angesetzt und habe ihn nach vorne weggeworfen. Ich wollte ihn eigentlich noch bis zur Straße scheuern, aber dann ist er direkt vor meinen Füßen explodiert. Hat eh brennt. Ich habe die Jacke über meinen Kopf gezogen und habe die Flamme ausgedrückt mit meinen Händen. Und habe ihn also mit den Händen so wirklich fest schwer verbrennt. Schnell, und Wasser, komm, ich brauche Wasser, schnell. Ich brauche einen Rettungswagen. Bist du? Oh Gott, das ist... Dann habe ich ihn nicht mehr erkannt, weil die Haare sind zusammengeschmolzen. Und sein Pulli, der war wie ein Putzlapper. So war der zusammengeschmolzen. Und dann habe ich gedacht, das ist ja ganz anderer. Das ist gar nicht der Stefan. Jetzt legen wir drauf. Gesicht drauf, Liga. Mein Gesicht. Ich habe nur Stefan seine Verletzungen gesehen und habe dann auf die Mutter weiterhin gar nicht geachtet. Von der Sirene alarmiert, erreichen die ersten Dorfbewohner den Hof. Unter ihnen Christine Ziegler, die sofort sieht, dass auch Marianne Bauer dringend Hilfe benötigt. Marianne wollte nicht von dem Sohn weg. Sie wollte, dass man sich um ihn kümmert. Sie hat es gar nicht realisiert, dass sie selber verletzt ist. Ich musste sie dann regelrecht ins Haus zerren, um ihr im Bad die Wunden zu kühlen.